Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Yogisfeldin. Ja, ich presse Ballen und presse Ballen und presse Ballen. Ja, so ist das. Muss ich durch, weil unsere Schäfchen haben ja ziemlich Knast, habe ich festgestellt. Und das Wasser reicht natürlich nicht, versteht sich auch von selbst. ich habe aufgefüllt auf 40 Schafe. Und dann habe ich meinen Kontostand angeguckt und gedacht, oh Mann, das ist ein bisschen knapp, ne? Aber kriegen wir alles gebacken, weil wir müssen ja auch irgendwie noch einen Hänger uns organisieren, den wir ja brauchen zum Abtransport. Denn ich werde nicht mit den Kippern hier loszwitschern, sondern ich werde mir einfach gleich einen Anhänger mieten. Und dann bringen wir schon mal die Ballen hoch zu den Schafen. Die bleiben da auch erstmal. Und das restliche Heu lagern wir auf dem Hof ein. Wieso habe ich hier eigentlich Gras drin? Ich habe doch Heu. Eieiei. Heu, genau. Na, ja, da war zwischendurch offensichtlich noch ein bisschen Gras schwarz. Und schon wieder die 100% verpasst. Ja, gut, etwas in eigener Sache. Können wir ja die Zeit hier gleich mal sinnvoll nutzen. Ihr habt ja sicherlich schon bemerkt, dass ich Zuwachs bekommen habe hier auf dem Kanal. Es ist nicht mehr nur mein Kanal, sondern der Kuhlengraber. Ist ein ganz lieber Freund über die Jahre schon geworden. Hat sich mir angeschlossen. Ich habe ihn so ein bisschen mit dem LS-Fieber angesteckt. Und ja, mal schauen. Ja, wie kam das Ganze überhaupt zustande? Wir spielten zusammen WoW. haben uns darüber kennengelernt, sind mittlerweile gute Freunde. Auch familiär, auch privat. Ja, sind wir da mittlerweile befreundet. Aber mehr auch nicht, also bitte keine Spekulationen, ja. Ja, was gibt es noch zu sagen? Der Kuhlengraber hat sein eigenes Projekt. Das sind die nordfriesischen Marschen. Das wird er ja, vor sich hin spielen. Mal gucken, ist ja auch noch ein blutiger Anfänger. Aber ich denke mal, er wird das schon hinkriegen. Bin da ganz zuversichtlich und positiv. Und ja, denn angedacht ist auch ein gemeinschaftliches Projekt, was sich allerdings in zeitlichen Grenzen halten wird. Also erwartet bitte nicht, dass wir hier total ausflippen, ausrasten und alles nur noch gemeinsam spielen. Das geht leider nicht. Auch hier spielen die Familien eine Rolle. Ja, es ist ja manchmal nicht so einfach, gemeinsame Spielzeit zu finden. Und deshalb wird das sicherlich nur ein kleines Projekt sein. Ich plane auch noch ein weiteres zusätzliches Projekt, aber das weiß ich noch nicht so ganz hundertprozentig. Schauen wir einfach mal. So, wir haben jetzt gepresst und gepresst und gepresst und fahren mal wieder gegen den Pfosten. Oh Mann. Ja, das kann ich irgendwie gut, ne? Ihr fragt euch, warum ich den restlichen Schwad da nicht aufgesammelt habe. Ja, das hatte ich ja eben gerade schon gesagt. Ich werde gucken. Meine Güte, das war ein Wendekreis. Das war jetzt nicht so gut. Machen wir nochmal, würde ich sagen. Ja, man kann ja hier offensichtlich, zumindest habe ich eine Heu und Gras und so Ausgabe gefunden, auch Heu, Gras und Stroh einlagern im Silo. Und ja, dann brauchen wir ja nicht nur Ballen, ne? So, ist mir jetzt egal. Du bleibst jetzt da stehen, sieht keiner. Ihr habt auch nichts gesehen, stimmt's? So, dann gurksen wir mal hier vom Hof runter. Wo habe ich das denn gesehen? Und zwar auf der anderen Seite. Hier müssen wir einmal durch. Oh. Da. Da hinten. Da steht es dran. Nur ist für mich so ein bisschen... Ach, da kann ich es auch direkt davor auskippen. Ne? Seht ihr mal. Hier kann ich Heu, Gras und Stroh abladen und kann es auch gleichzeitig an dieser Stelle wieder aufladen. Also alles perfekt. Ja, das mal lassen wir auch so. Alles schön. Dann kommt der Rest hier rein, weil wenn wir die Kühe hier am Hof versorgen wollen und so weiter, dann können wir das ja durchaus auch einfach nur mit einem normalen Hänger machen. Dann müssen wir ja nicht zwangsläufig
ja, Ballen haben. Aber bei den Schafen oben möchte ich es ganz gern, dass da ein bisschen was zwischengelagert ist, denn die sind ja nun im Moment erstmal unsere einzigen Tiere. Und so ein bisschen hin und her gegondeln möchten wir uns ja vielleicht auch sparen. Aber auch nur vielleicht. Und jetzt bin ich erstmal gespannt, ob ich mir jetzt überhaupt irgendetwas mieten kann. Brauchst ja nur für eine halbe Stunde. Das wird jetzt wieder Kosten verursachen, oh Manometer. Naja, gut, also wie gesagt, die Wiese habe ich unterschätzt, wobei, naja, wir haben halt alles, was so mit Mähen zu tun hat, alles nur in Miniaturausführung, ja. Und ja, da dauert das alles ein bisschen länger. Und dann muss ich dann aber auch erstmal gucken. Also ich denke mal, ich werde auf jeden Fall einen Kredit aufnehmen müssen. Weil... Ja, warum eigentlich? Ich bin am Überlegen. Moment. Tiere, Schweinis. So, die brauchen nämlich Körnermais. Und für mich ist jetzt die Frage, das, was wir da stehen haben, das habe ich noch nie benutzt, wenn ich ehrlich bin. Ist das nur zum Häckseln da? Müsste man vielleicht auch mal in die Garage gucken? Garage? Das war ja dieses hier. Was ist das? Mit Erntemaschinen können die anderen Fruchtarten geerntet werden. Tja, ich hoffe dann, dass das Ding das nicht häckselt, sondern dass da tatsächlich Körnermais dabei ist. Dann müsste ich das irgendwo dranhängen und selber mit einem Hänger nebenher fahren, ne? Oder kann man da noch einen Hänger dranhängen? Das wäre ja ideal. Naja, probieren wir aus zu gegebener Zeit. Jetzt geht es erstmal um einen Hänger, ne? Am liebsten hätte ich mir ja ein kleines Bucherli geholt, was man direkt da oben parken kann. Haben wir aber auch noch nicht. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier ran. Die sind zwar ganz schön mächtig, gewaltig groß. Car-Trailer, naja gut, das ist dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. So, was haben wir hier? Für 22 Rundballen. Ja, das ist doch gut. Oh, hier, gucke, können wir uns leisten. Geilo, mieten. Und jetzt zacki, zacki. Zurück. Müssen wir natürlich jetzt schnellstmöglich wieder abgeben. Der Gerät. Moment. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Wenn ich den jetzt, hat der denn Design, Aufbau, Standard? Ja, das ist mir völlig Würstchen gerade. Ist mir eigentlich auch egal. Aber was mir hier fehlt, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und da gucken wir mal zurück zu den anderen. Aufbaustandard, Abstreifkante, Metall, Design, da ist es. Zurück, und das hat der nicht, ne? Ja. Das heißt, können wir den, nee, nach dem Mieten können wir den ja nicht mehr, scheiße. Entschuldigung. Habe ich nicht gesagt. Das können wir uns ja nicht mehr leisten. So ein Mist habe ich ja wieder gut hingekriegt. Haben wir nicht? Oh Mann. Okay, dann gehen wir eben zur Bank. Hallo? Achso, das ist der Händler. Was mache ich denn man hier heute? Heute ist komisch. Wir brauchen... Hallo? Hier will gerade so gar nichts. So, jetzt. Meine Güte. Falsche Taste. Ah, Kredit... Ah, Kredit aufnehmen. 100.000. Okay. Bank verlassen. So, Kinders, jetzt haben wir 23.000 Euro.
Und dann war's das. Das heißt, wir werden das jetzt ganz klassisch machen. Wir werden jetzt der Gerät nicht mieten, wir werden es kaufen. Werden wir es kaufen? Wir kaufen es. Design, Universal, Autoload, ganz wichtig. Aufbau, Standard. Nein, brauchen wir nicht. Standard. Abstreifkante brauchen wir auch nicht, weil wegen Autoload. Unterfahrschutz. Ach. Also wisst ihr, braucht doch kein Mensch. Hauptfarbe. Ja, ich mach's nicht lila. Es ist ja gut zurück. Und jetzt, oh Mann, sind wir gleich pleite. Aber gut. Dann haben wir immerhin schon mal etwas, womit wir permanent Auto laden können. Naja, gut. Es ist halt nun mal so. Ich mag das mit diesen Aufsätzen da nicht so. Weil wozu? Ist ja Autoload. Braucht man nicht. Und los geht's. Dann fahren wir hier mal zurück. Oh nein. Naja, egal. Egal, wir kriegen das hin. Ich sollte da besser drauf achten, was ich kaufe. Wieso hängen eigentlich die Kabel runter? Also. Ich muss mit dem Händler, glaube ich, noch mal ein ernstes Wörtchen reden. So geht das nicht. Muss auch mal da ordentlich angebaut werden. So. Dann sind wir schon mal beim richtigen Feld. Und dann geht's los. Ein Drehschimmel. Wie schön. Ich freue mich ja so. Habe ich gut gekauft, wa? Manometer. So, Ladeball. Rundballen. Ja, was haben wir denn hier für Rundballen? HD-Ballen. Was ist denn das? Drüber hinweg. Quaderballen, Rundballen und... Und los geht's. Und dann gucken wir einfach mal, ob das jetzt hier die richtige Ballengröße ist. Und wenn nicht, dann halt nicht. Zack. Perfekt. So, und dann fahren wir hier hinten ganz gekonnt unsere Kreise. Na, seht ihr aber, ich brauche gar keinen Schutz. Der hält auch so. Ja, okay. Da bin ich echt ein bisschen faul. Das darf ich, glaube ich, aber auch sein. All dieweil ich muss Zeit sparen. Yay! Ballenfußball. Tja, 20 Stück. Da bin ich ja mal gespannt. Tja. Und hier hat's flupp. Flup, 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 flup. Na guckt mal, das sieht doch richtig toll aus, oder? Perfekt. Nun komm, zack. So, dann haben wir wenigstens schon mal die Hälfte der Wiese eingesammelt. Und ich würde sagen, dann haben wir doch tatsächlich genug Vorrat erstmal für unsere Schäfchen, sodass der Rest wirklich ins Silo kann. Na, wunderbar. Ja, und dann werde ich warten, dass hier die nächste ist voll. Okay, dann ist hier halt voll. Dann fahren wir zurück. Dann werde ich warten, dass die Wiese hier wieder gewachsen ist. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Dann werden wir Silage machen. Ja, wir werden Silage machen. Naja, brauchen wir ja. Langsam aber sicher Kühe und Co., ne? Oder schauen wir mal. Oder wir gucken einfach mal in die Futter. Aber dann für den Mischfutter brauchen wir ja auch Silage. Also, wir kommen nicht drum herum. Naja, erstmal müssen wir unsere Kosten hier wieder reinkriegen. Also, Heu da hochbringen und dann mal hoffen, dass die dann doch in der Produktivität etwas steigen. Eben waren es ja nur 10%. Aber so ohne Heu ist schon klar, ne?
Und dann steigt das hoffentlich an. Ich könnte jetzt wieder abkürzen. Einfach geradeaus. Nein, mache ich nicht. Nein, nein. Nachher fliegen hier die ganzen Ballen über die Map. Hallo Pferdchen. Die sind süß, die gefallen mir. Die lockern das alles ein bisschen auf. Oh nein, auch hier kürze ich nicht ab. Nein, nein, keine Angst, keine Angst. Heute mal nicht. Ich habe ja vorhin schon abgekürzt. Tja, ja. Achso, hier oben auf Feld 26, seht ihr, das habe ich euch gar nicht erzählt. Mein Seehelferchen ist fertig. Das heißt, wir haben jetzt hier Sojabohnen drauf. Und ich habe schon mal nebenbei angefangen, alle Gerätschaften runterzubringen. Weil das nächste Feld wird das Gerstenfeld sein. Und dann werden wir dort, ja, dort weiter ernten. Dann haben wir wenigstens schon Stroh. Und dann luftet. Dann luftet einfach. Mhm. So. Jetzt machen wir mal dieses Hut hier wieder an. Abladeseite B. Also, dass ich aber auch jedes Mal gucke, ich weiß das eigentlich. Oh, und U. Das läuft, oder? Zack, zack. Gut, dann muss ich hier das Wasser noch auffüllen, deshalb habe ich es ja auch hier auch stehen lassen. Also, habe ich mal wieder richtig gedacht. Wolle 7, seht ihr? Kaum haben sie Heu und Gras, geht's los mit der Wolleproduktion. So, jetzt überlege ich, wo lege ich denn das jetzt hier alles hin? Fahren wir hier mal so ein bisschen rum. Ja, nun komm mal gerade. Oh, wir haben da so Solarzellen drauf. Kriegen wir dafür Geld? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Seht ihr mal. Alter, wir sind ja modern. Ja, ich Arbeit und Arbeitsmodus aus. Andere Seite. Und dann können wir das hier auch schieben? Ja, können wir. Und Z. Bleibt ihr da bitte liegen? Also. So, bevor wir denn, oder ich denn jetzt gleich die nächste Ballentour mache, füllen wir hier gleich noch das Wasser auf, weil so langsam aber sicher neigt sich auch diese Folge schon dem Ende zu. Weil Wasser muss sein. Sonst wird die Wolle noch ganz strohig. Oh, was ein schlechter Witz, ja. Ja, ja, ihr habt ja völlig recht. So. Ivi auskippen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Wasser jetzt reicht. Na, ihr kleinen Schnuckels. Na, guck, und schon zack, rinnen den Trog mit dem Kopf. Wunderbarski. Ja, sehr schön. Da freue ich mich, dass wir das erste Thema jetzt schon mal komplett abgeschlossen haben. Was ich jetzt allerdings noch gucken möchte, ganz schnell. Ja. Oh, in Paletten. Naja, geil. Das heißt, 4 Pakete in einer Palette? Oder wie? Ja, sieht so aus. Passt, sollte reinpassen. Sehr schön, sehr schön. Gut. Wolleproduktion läuft. Wir sind pleiter als pleite. Also, Schafis, vermehret euch und machet Wolle. Naja, guck mal, ich denke mal, die Vermehrungsrate. Naja, alle 50 Stunden. Ja. In 48 Stunden das nächste Tier. Naja, irgendwann geht das dann so schnell, dass man dann eigentlich schon nur noch hin und her fährt und verkauft. Ja, gut, aber jetzt beende ich diese Folge tatsächlich. Ich bedanke mich, wie immer, ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich auch super freuen, wenn ihr in der nächsten Folge mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen traumhaft schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!